Baumis Mütze wird immer die Nummer 1 bleiben. Ich glaube, das ist jedem klar, die ist Kult. Die hier, die steht uns allen, glaube ich, ganz gut. Deswegen hatten sie am Ende dann jetzt auch alle auf. Trendsetter, der Trainer. Ne? Bin ich sehr dankbar, dass ich die gestern geschenkt bekommen habe. Bei meinem Mainz-Aufstiegen habe ich ein paar Sachen gelernt, weil ich dort beim ersten Aufstieg relativ zeitig eingeschlafen bin. Dementsprechend wollte ich das diesmal länger erleben und genießen dürfen. Das habe ich gut hinbekommen. Trotzdem gab es ein paar Getränke. Ich habe ein dickes Knie, das bedeutet, ich habe viel getanzt. Hat Spaß gemacht. Dieser Tag heute, der Titel gestern, das darf nie eine Selbstverständlichkeit sein. Es ist was ganz, ganz Besonderes. Und wenn man dann hier steht und mit den Fans feiert, klar, dann verspricht man auch mal, dass man das ähnlich wie die Bayern die nächsten 10 Pokale holt. Aber da wissen wir alle, da gibt es ein paar andere, die was dagegen haben und die das versuchen werden zu verhindern. Also uns tut gut, dass wir das heute genießen, richtig feiern und dann aber auch wieder sachlich werden und man nennt das dann so gerne Demut, dort einfach auch so einen richtigen Mittelweg finden, das tut immer gut, überall im Leben.